Willkommen zu einem weiteren InnovaPhone My Apps Tutorial. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie in der Phone App und Softphone App Rufumleitungen einstellen sowie Rufweiterleitungen ausführen können. Zunächst öffnen Sie die Phone App oder die Softphone App in Ihrem My Apps Client. Mit einem Klick auf das Hamburger Menü oben rechts öffnen Sie die Einstellungen. Unter dem Punkt Rufumleitung einstellen gelangen Sie zu Ihrem Profil und haben hier die Möglichkeit, eine automatische Rufumleitung einzurichten. Sie können wählen zwischen immer, also für jeden eingehenden Ruf, wenn man beschäftigt ist, also zum Beispiel gerade telefoniert und Anklopfen deaktiviert ist, oder wenn man einen Ruf ablehnt. Oder wenn man nicht antwortet, also nicht auf einen Ruf reagiert, wird der Ruf standardmäßig nach 15 Sekunden weitergeleitet. Diese Zeit kann vom Administrator festgelegt werden. Um einen eingehenden Ruf manuell umzuleiten, klicken Sie auf den Transfer-Button mit den zwei Pfeilen. Dann können Sie ein Ziel suchen oder direkt die Zielnummer eingeben. Mit einem weiteren Klick auf den Transfer-Button in der Liste oder neben dem Eingabefeld sind Sie beide Rufe los und es klingelt am Umleitungsziel. Einen Ruf weiterzuleiten ohne Rücksprache mit dem Weiterleitungsziel funktioniert genauso wie die Rufumleitung. Nur, dass der Ruf schon verbunden ist. Klicken Sie während eines Rufs auf den Transfer-Button. Dann können Sie ein Ziel suchen oder direkt die Zielnummer eingeben und mit einem weiteren Klick auf den Weiterleitungs-Button in der Liste oder neben dem Eingabefeld sind Sie beide Rufe los und es klingelt am Weiterleitungsziel. Anders ist es bei einer Weiterleitung mit Rücksprache. Hierbei hat man einen verbundenen Ruf und klickt auf Weiteren Anruf starten. Dann sucht man ein Ziel oder gibt die Zielnummer direkt ein und klickt auf den Anrufbutton mit dem Hörersymbol. Dabei wird der erste Ruf gehalten und ein neuer Ruf zum gewählten Ziel gestartet. Man wartet, bis der Ruf verbunden ist, kündigt die Rufübergabe an und klickt beim gehaltenen Ruf auf den Transfer-Button. Nun ist man selbst beide Rufe los und die beiden Kontakte sind verbunden. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber ausprobieren.